Hallo und willkommen zum nächsten Part von Minecraft. Ja, ich bin am Tag, wo ihr das seht, wahrscheinlich schon weg. Deshalb gibt es heute einen nicht ganz so schön bearbeiteten Part, aber immerhin ein Part. So, unser nächstes Projekt wird nämlich sein, was ich mir ausgedacht habe, dass wir den Keller mal leer räumen und das Ganze in ein Lagerhaus hinsetzen. Hier seht ihr das Lagerhaus, das habe ich schon mal irgendwann mal gebaut. Ja, und ich habe dafür ja auch schon die Ressourcen reserviert, wie ihr vielleicht seht, wie ihr vielleicht gesehen habt, in der Kiste. Genau. Gehen wir mal rein. Hier mal zuerst hier in den Bereich. Das hier ist übrigens mit Barrierblöcken abgesperrt. Ich weiß nicht, wie ich das da mache. Zumindest haben wir hier unsere Öfen. 3 Stück. Dann haben wir hier einen Crafting Table. Und dann haben wir hier ganz viele Truhen. Hier ist die Enderkiste. Dann geht's hier hoch. Und genau, dann haben wir hier noch mehr Truhen. Draußen haben wir, auf dem Balkon haben wir einen Amboss. Auf diesem Balkon haben wir einen Brewing Stand. Genau. Ja, und das wollte ich halt mit euch jetzt als nächstes bauen. Und dafür habe ich auch schon mal so ungefähre Ressourcen mir angeguckt. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich auf dem Server wieder. Also, bis gleich. So, da sind wir. Hatte auch gerade... das hier ist übrigens derselbe Tag wie der Livestream. So, ich habe hier schon 64, 65 und... Ach so, das oben sind Quatsch. Stufen nicht, wa? Kann sein. Zumindest bräuchten wir theoretisch 400 Quarzblöcke. Ungefähr. Das heißt, wir sehen mal zu, dass wir in den Nether kommen und uns dort ein bisschen Quarz farmen. Ja, das machen wir heute im Part. Hey. Massenhaft Federn. Okay. Was tut das Hühnchen hier? Kann man die durchs Portal schicken? Nein. Doch. Gut, dann schießen wir die mal kurz alle ins Portal rein. So und so und so und so. So und so. Dann müssen wir gleich noch den Gas töten. Irgendwie. Hey, Gas, rein. Da ist er. Okay, jetzt heißt, ich hole nochmal gerade Pfeile. Und was wir mit den vielen Federn machen, weiß ich nicht. Sich hier alle irgendwie im Laufe der Zeit generiert haben. Danke sehr, jetzt bin ich auf dem Server angekommen. Ich glaube, wir schmeißen die am besten alle in die Lava. Genau. So. So machte man das. Einmal kurz die ganzen Stacks hier in die Lava schmeißen. Danke sehr.
Gut. Die zwei Stacks kommen auch in die Lava. Ich habe noch genug Federn. Und dann muss ich gucken, haben wir hier wirklich keine Pfeile mehr? Das wäre nämlich schlecht. Weil dann müsste ich nämlich irgendwo beim Drachenzwerg da bei seinem Netherportal da mir ein bisschen Quarz farmen. Oder ich sorge mir gerade mal ein bisschen Flint. Moment, ich besorge mir gerade mal Flint und mache mir ein paar Pfeile. So, ein paar Pfeile geholt. Gut, nehmen wir gerade das Eisen hier aus den Öfen. Und dann können wir gleich den Gast den Gast töten. Und dann uns ein bisschen Nether Quarz besorgen. So. Ja, und solche Sachen, die ich jetzt gerade gemacht habe, mache ich ja halt normalerweise eigentlich offscreen. Und da es jetzt schon eigentlich viel zu spät ist, um noch ein paar Minecraft aufzunehmen, mache ich das jetzt alles hier im Part. Seid froh, dass ihr noch ein paar bekommt. Eigentlich würdet ihr nämlich gar keinen bekommen, weil ich nämlich unterwegs bin. So, drüben ist Quarz. Ja, ich bin da nämlich an der Uni Würzburg morgen und mache dann so einem Tag der offenen Tür-Projekt mit. Ja, Zombie Pikmin. Ich weiß. So, und genau, da bin ich dann halt morgen. Und kann deshalb nicht hier aufnehmen und deshalb muss ich es jetzt noch gerade machen. Ein Part aus dem Ärmel schütteln. Da ist mir eingefallen, hey, wir brauchen noch Quarz. Lass das doch mal im Part machen. Haben wir den Part noch irgendwie halbwegs sinnvoll gefüllt? Vorhin habe ich mir auch schon Sachen erfarmt. Das waren aber mehr Eisen und sowas. Ich hasse Ghasts. Genau, da haben wir uns recht viel Eisen gefarmt, vor allen Dingen. Zu was anderem kamen wir nicht. Dafür sind wir bisher noch nicht tief genug in die Höhle vorgedrungen. Das machen wir dann demnächst, im nächsten Stream. Mal schauen, wann ich den mache. Wahrscheinlich Freitag. Weil bisher können wir halt sonst noch nicht viel machen, außer irgendwie so Netherportal-Geschichte von der anderen Höhle. Ach, da ist noch mehr Quarz. Lol. So, das heißt, wir farmen hier jetzt die ganze Zeit Quarz und währenddessen labere ich ein bisschen. Ja, das ist nämlich der Uni Würzburg, der Studiengang Informatik Games Engineering. Obwohl, ich glaube,
Informatik haben die da gar nicht mit drin. Die haben einfach nur Games Engineering. Also Informatik, Spieleentwicklung. Sowas kann man studieren. So, wie komme ich denn jetzt aus dem Loch wieder raus? Am besten so. Ja, und da habe ich dann mich für so einen Tag da auf eine Tür, Tandem-Tag nennt sich das, angemeldet. Da melden sich Studenten bereit, Schüler mitzunehmen, einen Tag Uni. Genau, und da komme ich dann erst wieder. Ich komme jetzt erstmal wundern, dass ich überhaupt Donnerstag schon wiederkomme. Und zwar nämlich erst um 20 vor 11 nachts frühestens. Und deshalb kann ich dann da nichts mehr aufnehmen. So. Deshalb wird dieser Part auch wahrscheinlich nicht bearbeitet, sondern gleich Filter drüber, rendern, fertig. Gut, und wir sind dann auch gleich schon fertig mit dem Part. Ja. Was könnte man noch sagen? Ja, ich habe ja auch den Minecraft Mod, der hier auch drauf läuft. Das hier zum Beispiel, die Light Gold Shovel ist von meinem Minecraft Mod. Wo ist der Gast? Ach, da hinten ist der Gast. Bist du? Despawned? Okay. Cool. Dann hole ich mir mal meinen Pfeil. Vielen Dank. So. Ich muss irgendwo da raus. Gut. Ja, und dann, die arbeiten da auch mit so großen Spieleherstellern wie Ubisoft und Blue Byte zusammen. Deshalb finde ich die Uni da eigentlich recht interessant. Und es ist schlicht und ergreifend die nächste Uni, die diesen Studiengang anbietet. Deshalb habe ich angefangen da zu gucken. Na, Gas, bist du wieder da? Nö, okay. Finde ich gut. So. Ja, genau. Da habe ich dann da so zwei Vorlesungen an dem Tag. Also, ja, ich meine, ja, zwei Vorlesungen. Einmal über Basis, einmal über Basics und einmal über KI. Und habe ich dazu halt noch Übungen. Ja, und das könnte recht interessant werden. So. Da ist noch Quarz. Sollte ich aber ein bisschen aus Entfernung hingehen. Dass da auf einmal Lava rauskommt und ich dann verkackt habe, weil ich habe hier noch keinen Feuerschutz drauf. Ich habe überhaupt gar nichts, wo ich Feuerschutz drauf ziehen könnte. Ich habe ja nämlich immer noch keine Rüstung an. Die müsste ich mir mal craften. So aus der Richtung, genau aus der Richtung. K
kam ich? Da hinten ist doch, meine ich, genau, da ist doch schon das Portal vom Drachenzwerg. Also liegen recht nah beieinander. Das Portal zur Höhle müsste dann irgendwo in die andere Richtung liegen. Also zu der Höhle, die wir mal in 2 Livestreams sind es bisher, mal erschlossen haben und wohnbar gemacht haben. So, wo da aber irgendwo ein Enderman-Spawner zu stehen scheint. Schönes Kaminfeuer. Ach ja, da geht es auch lang. So. Gut, und dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch durch mit dem Part. Ich schmeiß ihn schnell ins Rendering. Und dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt noch einmal auf den Weg nach Hause. Und sage dann aber schon mal bis wahrscheinlich Freitag. Also auf jeden Fall bis Freitag. Da wird auf jeden Fall noch ein Part kommen. Und tschüssi. Und jetzt gucken wir gerade mal. Ich glaube, ich nehme lieber den Weg da unten durch. Ja. Wo war das hier? Das war hier doch irgendwo. Dort. Nö. Ah ja, genau, das ist auch der Wecker. Ach, hier. Gut. So. Genau. Vielleicht schneide ich das hier auch schon raus. Weiß ich noch nicht. So. Skelette. Ach nicht, hier ist irgendwo ein Gast. Das kann hier noch mal lustig werden. Nee, zum Glück nicht. Schon das Netherportal. So, da wären wir, wenn ich mich jetzt nicht allzu doof anstelle, dann schaffe ich es dann noch hoch. Danke sehr. So. Nicht doch, jetzt bin ich auf dem Server. Doch nicht, ne? Gut. Ah, jetzt bin ich da. Gut. Na dann, spätestens jetzt. Tschüss.